Ich spiele alle neuen Hypercharges und die brandneuen Spielmodi im Update und zeige dir, welcher Hypercharge der beste ist. Trag gerne Code BigSpin im Shop für kostenfreien Support ein. Vielen Dank und wir gehen rein. Oh mein Gott, wir sind jetzt im neuen Modus und wir starten einfach mal alle mit Brock, Freunde. Und jetzt sehen wir, wenn wir jetzt jemanden killen, verwandeln wir uns einfach in einen anderen Brawler. Und das ist halt absolut insane. Schaut euch an, auf einmal sind wir Nita und der Skin, den wir ausgewählt haben, wird jeweils sogar mitgenommen, Freunde. Wir haben kein Gadget, wir haben keine Gears, wir sind auf Level 9, soweit ich weiß, und das ist natürlich absolut wild. Jetzt müssen wir auf jeden Fall sehen, wir sind Rang 3 von 10, jetzt müssen wir irgendwie, oh mein Gott, nein, 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 nicht sterben. Das ist übel, der Abstauber-Modus, aber, ne? Das ist ein geistkranker Abstauber-Modus, ja, das ist richtig. Alter, ist das Geschütz von Jesse, das einfach rumläuft, oh mein was? Oh Gott, Digga, ich bin nur Rang 4, was ist das denn? Digga, das Geschütz von Jesse läuft gerade wie ein Bär mir nach. Hä, was ist das denn? Okay, ist ein Bug dann aber, oder? Ja. Okay, oh, nein, ich hab kein Gadget! Oh mein Gott, ich kann kein Gadget machen, was ist das denn? Ich wollte die weggadgeten, das geht nicht! Es gibt ja Star Powers, ich versteh's jetzt erst! Es gibt ja keins! Oh mein Gott! Lol. Also ehrlich, der Modus ist mal... Nein, ich jetzt, Nita, jetzt nicht den Kills hier, bitte. Da ist schon eine Pam irgendwo scheinbar, was ist das denn? Wie kann eine Pam sein, hä? Du musst die Pam töten dann? Ich bin Rang 7, Rang 8, okay, das Jesse-Geschütz läuft mit, das muss definitiv ein Bug sein, Digga. Du musst mit den Kill machen. Also das ist natürlich im realen Spiel nicht so, ne? Das ist ganz klar ein Bug. Oh, ich bin so tot, oder? Nee, ich bin noch nicht. Der Modus ist übel. Digga, wirf Geschütze, der Jonas, Hilfe! Bull, er hat schon Bull, wir müssen ihn aufpassen, Ed Bull. Ja, der Bull, der hat mich schon auseinandergenommen, Bro. Ja, du bist schuld, dass er gewinnt jetzt. So, der Bull ist irgendwie die übelste Schule, Bro. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Okay, wichtig, let's go, ist mich auch Jesse endlich. Nein! Ich bin Piper schon. Hä, der muss jetzt mit Bull noch einen Kill machen? Und dann hat er es, oder was? Okay, du hast, nice, stark. Ja, wir müssen den Bull aufhalten, Mann. Bull ist tot. Ja, das Problem ist, wenn einmal tot ist, reicht's halt nicht, ne? Der muss, ja, der wieder den nächsten Kill macht, ist over. Nein! Oh mein Gott, ich dachte gerade, Bull hätte mich, Bull hat mich aber nicht. Oh, ich bin Pam jetzt. Ist man doch direkt wieder Full Life, wenn man einen Kill macht, ne? Das ist eigentlich auch ganz geil. Ja, das ist crazy, das stimmt. Oh mein Gott, Brawl vorbei. Aber das war ja richtig, richtig geil. Wir sind noch 10 geworden. Aber wir gehen jetzt nochmal rein in diesen Modus, um ihn nochmal zu zeigen, weil das ist absolut wild. Okay, wir gehen wieder mit Brock rein. Also es scheint hier eine festgelegte Reihenfolge zu sein. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie auch rotiert, aber das ist auf jeden Fall interessant. Eine feste Reihenfolge. Ich weiß nicht, ob es... Wie hab ich den Kill nicht bekommen? ...auch so sein wird. Nita, wichtig. Geil. Es ist unfassbar. Ich habe auf 2 drauf geschossen. Die haben beide den Kill bekommen. Ich nicht. Nein, ich habe ihn auch nicht bekommen. Halt's Maul. Oh mein Gott, wie bitter. Was? Der erste ist schon Bull? Wie, der ist schon Bull? Das war's. Der gewinnt gerade. Nein, das war's nicht. Du wirst ihn töten, Bro. Ich kill ihn jetzt. Hab's geschafft. Ich bin Leon. Wie kann der schon so 5 Kills gemacht haben? Oder 6 Kills in der Zeit? Ich bin Piper. Weißt du, was das Problem ist? Jedes Mal, wenn die einen Kill machen, sind die wieder Full Life. Dadurch können die oft mehrere Kills dann in Folge machen, ganz schnell, ne? Ja, das ist schon aufgefallen. Ich bin tot. Bro, vorbei. Bull hat mich gekillt. Ich bin aber Rang 2 gewesen. Das heißt, es hat sich sogar für mich gelohnt, im Prinzip dann Bull zu töten, weil ich dadurch Rang 2 geworden bin. Entscheidendes Game in diesem Modus, Freunde. Ich finde diesen Modus unfassbar geil. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Modus haltet. Oh, ich habe direkt einen Kill, wichtig. Das Krasse ist, wenn du knapp einen Kill holst, bist du wieder Full Life in dem Modus. Das ist es einfach. Du kannst viel offensiver reingehen eigentlich. Nein, ich bin gestorben und er ist Leon. Oh mein Gott, halt's Maul. Ich würde so den Kill machen. Du kannst ja echt unendlich Kills farmen mit dieser Methode. Ja, das stimmt. Okay, ich gehe einmal hier rein. Wie so, keine Ahnung, wie kommen in die Gruppe? Du kannst unendlich aber es ist ja so, ne? Also es ist ja, also ich komme in die Gruppe, aber es ist halt einfach so, ne? Es ist de facto, das ist einfach... Ja, Leon. Nice, Piper, komm! Nein! Oh mein Gott, die sehen wir es, ne? Wir heilen einfach nicht mit der Ulti, weil wir... Nein! Oh mein Gott, das ist so spannend! Ist schon jemand Bull? Ich bin Rang 5 und ich bin Leon schon. Ich bin auch Leon. Ja, Piper. Oh mein Gott, ein Takedown. Nein, ich bin Piper, ach so. Nein, nicht du. Jonas, bitte! Nein, ich bin von Bull, Bull ist in mir gespawnt! Oh mein Gott, ist das krank! Du hast Pam sein müssen. Ist das krank? Wir sind auf Platz 4. Aber dieser Modus ist das geilste, was es im Brawl Stars lang gab. Und jetzt schauen wir uns mal den neuen Paintball-Modus an. Jonas und ich haben jetzt beide die gereworkte Mac, die wir uns gleichzeitig hier auch nochmal reinziehen können, Freunde. Mehr Schüsse, aber weniger Reichweite. Und jetzt sehen wir direkt, der Kill hat hier gerade für Jonas' Team einen Dings gemacht. Jetzt gehen wir mit dem Ball lang. Okay, also ihr seht, wenn ich Ballführender bin und auch wenn ich den Ball schieße, bin ich in beiden Situationen, mache ich hier Meter und bekomme praktisch die Map. Und es zählt, glaube ich, nur das Ende. Wenn du nämlich am Ende dann mehr hast, dann sollte das Ganze hier
zählen und dann wird eben abgerechnet. Das bedeutet, es ist eben während dem ganzen Spiel noch alles offen. Wir killen immer die Nita. Let's go. Das sollte eigentlich hier 100% kriegen, dann ist vielleicht vorbei. Was denkst ja. du? Nee, ich glaube, 100% kann ja keiner bekommen, oder? Also man kann schon 100%. Möglich, ja. Oder warte mal, wo? Wobei, wenn zu 100%. Ich glaube, bei 100% kann es auch vorbei sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber. Ah, das will ich so ein bisschen kontrollieren. Ich kann mit dem Ball nämlich auch laufen. Ah. Ja, genau. Du kannst mit dem Ball auch laufen. Ja, richtig. Das ist eine Sache, die du auf jeden Fall machen solltest. Okay, da oben ist der Ball, ja. Die Farbballpatrone. Okay, jetzt kannst du halt nicht rauskommen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt kommst du hier erstmal, okay, ja. Okay, okay, du kannst den noch nicht. Das ist witzig. Junge, hör mal auf, stopp! Okay, ja, also es muss tatsächlich so sein, man sollte eigentlich 100% bekommen können. Ach, Digga, der Frank, ne? Oh, bitte, gib mir den Ball! Irgendwie. Also wenn, okay, gut gemacht von ihm, ja. Okay, aber bleibt die Farbe? Man muss gar nicht die gesamte Fläche haben, weil wenn wir uns das jetzt anschauen, warte mal, wir gehen jetzt mal rein, machen mal hier mit dem Ball. Wir haben über 100%, guck mal, ihr geht Richtung 100% gerade, ihr braucht gar nicht mal. Ja, ich weiß, und wir haben, hey, gewinnt ja gleich. Wir brauchen die ganze Fläche, so wie es aussieht. Boah, wir haben echt schon viel, ne? Also wir haben schon wirklich viel. Das ergibt auch keinen Sinn, das sind insgesamt über 100%, siehst du das? Ja, 150 oder so. Also irgendwie, ich glaube, bei 100% ist, denke ich, vorbei dann sogar. Ich glaube, genau, wenn du 100% hast, also 100%, wenn du die erreicht hast, dann ist die, dann solltest du eigentlich das Spiel gewonnen haben. Aber ich denke, dass wenn du die 100% nicht hast, dann wird halt gewertet, was du, Das ultet ja da noch rein. Oh, das war ein Bounce-Ding. 99%, jetzt komm! Wir gucken mal, passiert's? 1%, gut, aber ich lass dich mal. Er lässt sich nicht. Egal, er ist der Wirt! 85% nur noch, nein, das kann nicht sein. Er hat die ganze Runde gechillt und dann hat er gedacht, nee, jetzt reicht's. Ja, dann hat er gedacht, na, 100% lasse ich den Jungen nicht voll machen hier. Jetzt hier. Okay, jetzt habt ihr 65%. Nein, ja. Doch! Voll, das ist ein Bouncer, hä? Oh mein Gott! Ja, ich hab. What? Wie heftig! Das ist ja ausgenutzt. Das ist übel geil. Ja, jetzt habt ihr mehr Prozente, das ist ja ein bisschen, das ist ja auch nicht gut. Jetzt gehe ich hier in die Prozente, sage ich, wie es ist. Ja, wir müssen dich eigentlich killen, ne? Aber ich habe so, irgendwie... Bumper-Teil hier. Zack. Digga, dieser Bumper ist ja komplett broken, hä? Ja, ich hab's nicht ganz geschafft, leider. Nein, ist der Frank. Ja, Frank. Nein, wir führen. Mach was, nein. Frank, mach was! Komm, gönn mein Bot! Gönn mein Löwe, mein Bär, los! Mach was, bitte! Ist so ein bisschen wie Brawl, dass man den Ball kontrollieren muss und campen muss mit dem Ball so ein bisschen, ne? Wir haben komplett verloren. Wir haben, Digga, wir waren auf 99%. Ihr seid einfach noch gecomebackt. Also das ist wirklich crazy. Jetzt seht ihr hier, wir haben sogar einfach mal verloren. Aber Jonas Team hat gewonnen und es zählt eben nur das, was man am Ende hat. Oder aber 100% für mich auch ein sehr, sehr geiler Modus. Wir starten mit dem wahrscheinlich schlechtesten Hypercharge, der im Update kommen wird. Und das ist Blizzard von Gale. Gales Superskill ist geringfügig breiter und wird zweimal abgefeuert. Gegner werden noch weiter zurückgestoßen. 15 mehr Damage, 26% mehr Tempo und 15% mehr Schild. Und wir schauen mal, was das jetzt in-game kann. Wir starten jetzt auf einer der beiden neuen Showdown-Maps, die auch ins Spiel kommen werden. Und Jonas hat auch direkt den neuen Gale-Skin und bewegt sich direkt hier auf und zu. Jonas, bitte. Bitte Vorsicht, Jonas. Einmal Vorsicht walten lassen. Jetzt haben wir auch den Hypercharge-Drop am Start. Das heißt, jede Kiste lässt hier einen Hypercharge fallen. Und jetzt machen wir ihn direkt mal. Und hier seht ihr eben, die Fläche ist deutlich breiter. Doppelter Schaden. Und er wird eben dann auch zweimal zurückgenommen. Ich muss aber sagen, der Hypercharge ist auf jeden Fall cool, ne? Es ist immer besser, einen Hypercharge zu haben, als keinen zu haben. Aber overall muss ich dann doch eher sagen, es ist nicht unbedingt der einflussreichste Hypercharge, weil Gale mit der Ulti sowieso schon eine relativ gute Kontrolle hat und dementsprechend jetzt nicht unbedingt das noch bräuchte, meiner Meinung nach. Wenn wir jetzt hier einmal zu Jonas gehen, zack, dann können wir natürlich jetzt hier an solcher Stelle vielleicht nochmal doppelt knockbacken. Aber ihr seht, dieser doppelte Knockback-Effekt, der ist eben nicht so krass für den Effekt, sondern eben eher für den Schaden da. Und du kannst ja auch gerne mal deine Meinung zu dem Hypercharge sagen. Okay, ja. Ja, also finde ich ein bisschen unnötig, ne? Ja. Er ist auf jeden Fall cool so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, der wird auf einmal dadurch zu dem neuen besten Brawler oder so, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also, ja, vielleicht wäre es für dich mal an der Zeit, jetzt an der Jackie zu sterben hier. So ein Ding. Ja, vielleicht ist es auch für mich an der Zeit. Okay. Oh mein Gott. Was macht ihr denn jetzt? Nein, geh weg. Keiner will dich hier los. Weg. Ja, es ist wirklich, also man merkt, die normale Ulti macht eben schon einen sehr, sehr guten Job, Digga. Ich werde einfach vom Bot getötet, Bro. Du teamst einfach mit dem Bot. Ich kann das alles nicht. Ich team doch nicht mit dem. Ja, aber das fühlt sich für mich so an. Ja, okay, gute Ulti von dir nochmal. Ja, du wirst mich haben, du wirst mich gleich gnaden, oder? Alter, was ist das hier? Okay, gutes Healing von dir. Gutes Healing. Ja, der Bot, los! Bot 1, los, mach was! Bot 1, geh weg!
Oh, Junge. Ich wollte einfach nur den Hyperchart zeigen, ist auf einmal das richtig. Okay, jetzt habe ich ihn. Let's go. Abfahrt. Oh mein Gott, okay. Also ich glaube, die Leute werden auch ein bisschen krasser zurückgestoßen nochmal. Aber wie gesagt, ne, es ist jetzt kein Effekt, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt super heftig. Ja, das wirst du nicht haben. Ist aber okay. Aber trotzdem natürlich cool, aber jetzt nicht der heftigste Effekt. Kommen wir nun zu Platz 6 und das ist der Hypercharge für Barley. Er bekommt 25% mehr Schaden und nur 5% Schild dazu, aber 26% Tempo durch seinen Hypercharge und bekommt 3 große Mixturen, die er schleudert und die beim Einschlag auch Büsche zerstören. Warum der Hypercharge auch nicht ganz so krass ist, schauen wir uns jetzt an. Erstmal ist natürlich hier auch richtig geil, dass Barley einen Hypercharge bekommt und er bekommt eben nochmal deutlich krasseren Damage Boost, als das eben gerade der Fall war. Jetzt aktivieren wir den Hypercharge aber mal und sehen jetzt hier, zack, wir können das Ganze mal in die Büsche werfen und jetzt seht ihr auch die Fläche. Die ist natürlich absolut riesengroß, aber im Vergleich zu einer normalen und wenn wir die jetzt machen, ist die Fläche, würde ich sagen, gar nicht mal so unendlich viel größer, ne? Also klar, schon, man merkt es, das ist auf jeden Fall so, aber ich würde trotzdem sagen, dass Barleys Hypercharge irgendwie, er zerstört Büsche. Nein, ich bin tot. Zu den anderen, ja, okay, dann ist das so. Im Vergleich zu den anderen ist er halt einfach gar nicht mal so unfassbar krass viel heftiger, ne? Also wir sehen jetzt hier, ja, er ist schon gut, ne? Er ist auf keinen Fall schlecht, das muss man sagen, ne? Der Gales ist schon deutlich weniger einflussreich in meinen Augen, aber overall würde ich trotzdem sagen, dass Barley durch den Hypercharge, durch die Ulti jetzt nicht unbedingt zu dem neuen Meta-Brawler schlechthin wird. Er ist cool, auf jeden Fall, er ist auch gut, man kann ihn gut einsetzen, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie Barleys komplette, also die Ulti broke macht, sodass sie immer garantiert einen Kill macht. Ne? Die Teile bleiben jetzt nicht für 10 Sekunden liegen. Die Teile machen jetzt nicht, also decken jetzt nicht die, ne, ganze Map, sage ich mal, ab. Auch wenn es schon ein großer Teil ist, dann stelle ich ihn auch ganz entspannt an der Body wahrscheinlich, ja, oder auch nicht. Aber hier sieht man halt auch, die normale Ulti macht schon eine große Fläche und er ist cool, aber wir haben noch ein paar stärkere auf Lager. Hypers Hypercharge ist auf und davon. Auch sie bekommt 26% Tempo, 25% Schaden und 5% Schild und hinterlässt noch mehr Granaten und hebt schneller ab. Und dann wird es auch interessant, sie zerstört bei ihrer Landung Terrain und knockt auch Gegner weg, wenn sie in denen landet. Und das könnte gerade mit diesem Gadget eine wunderbare Kombination sein, um sogar gegen Nahkampf-Brawler was zu machen. Gehen wieder einmal zu den Kisten und der Piper Hypercharge ist natürlich nicht nur wegen des Effekts an sich krass. Jetzt hat mir Chucky einfach gerade meine Kiste gestealt, super. Sondern der Piper-Charge. Auch stark, ja, der Piper-Charge, hohoho. Das hast du gesagt. Ja, ich weiß, das habe ich gesagt, du hast mir einfach gestealt. Er ist eben auch stark wegen der Tatsache, dass du einfach mit Piper als Sniper natürlich unfassbar viel Damage machst. Also ich raste gleich aus, dieser Chuck, der gibt mir so auf den Kranz. Ich ult jetzt hier einfach hin, ne? Also da kannst du mir jetzt auch gerne... Ich hab den jetzt abgestaubt. Oh, du warst da drin? Nein. Ja, okay, du hast ihn, ja, nimm den Chuck gerne. Aber das Ding ist natürlich, bei Pipers Hyper-Charge, du machst 25% mehr Damage. Und ja, das ist als Sniper-Brawler natürlich vor allem so unfassbar heftig. Ja, ich hab's kurz getötet. Wenn wir jetzt hier hingehen, ja, wir haben gerade 3400 Schaden gemacht, jetzt machen wir mal Hypercharge und wir machen eben bis zu, ich glaube, 4250 Damage an den gegnerischen Einheiten. Jetzt schaut es euch an, ja. Der Gegner wollte hier gerade irgendwas machen, der Otis, er hat im Endeffekt fast gar nichts gemacht. Es kommt hier sogar nochmal Leon rein. Schauen wir mal, ob wir den nochmal irgendwie treffen können. Aber ihr seht, der Damage von Piper ist natürlich generell schon mal super stark, ne, und das eben, was sie auch ausmacht. Aber wenn sie den Hypercharge aktiviert hat, dann ist der Schaden auf jeden Fall deutlich krasser. Und jetzt sehen wir es hier, wir ulten mal rein, sie hebt deutlich schneller ab, lässt deutlich mehr Bomben droppen und wie gesagt, das haben wir jetzt gerade hier nicht gesehen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo eine Kiste. Aber sie kann eben auch beim Einschlag dann Gegner knockbacken. Und das ist eben auch ein sehr, sehr krasser Effekt. Wahrscheinlich werde ich jetzt, während ich euch das jetzt hier noch gegen Leon verlieren. Nein, aber Piper Hypercharge auf jeden Fall vor allem allein deswegen schon stark. Machen wir nun weiter mit Rico. Und der hat einen Hypercharge namens Trickschusskönig bekommen. Und auch einen Hypercharge-Skin, der auf jeden Fall sehr geil ist. Die Projektile von Rico prallen hier noch weiter ab. Und auch er bekommt die gleichen Hypercharge-Boostets wie die anderen beiden Range-Brawler. Wir schauen mal, wie gut der ist und warum Rico dadurch auf gewissen Maps echt bedrohlich werden könnte. Rico's Skin natürlich an sich super geil, aber eben jetzt der nächste Skin mit einem Hypercharge, der sich eben verändert, wenn der Hypercharge im Start ist. Ich würde sagen, wir gehen hier direkt einmal mit dem Hypercharge entsprechend rein. Jetzt seht ihr, schaut euch an, wie lange und weit diese Kugeln einfach bounce. Es ist insane. Ja, Jonas hat mich gerade einfach fast getötet. Und jetzt guckt euch an, die Kugeln sind, du bist tot? Ja. Okay, die Kugeln sind einfach immer noch gebounced, ne? Also ihr habt gesehen, wie heftig dieser Effekt hier wirklich sein kann und wie weit die Kugeln einfach gehen. Es ist fast so, gefühlt schon, wie in diesem Modifier, den wir gespielt haben, ne? Also das muss man schon sagen, wir bouncen hier einmal rein, zack, 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 Abfahrt. Jetzt sehen wir hier, vielleicht können wir sogar nochmal eine Hype. Okay, wir machen mal den hier, Kollegen, kurz mal down. Dann haben wir unten einen neuen Hypercharge. Jetzt gehen wir natürlich hier auch nochmal rein, Freunde, und versuchen das Ganze eben nochmal zu zeigen. Wir schießen jetzt einfach mal so gegen diese Wand, zack, und jetzt schaut euch einfach an, wie heftig die bouncen und wo die Kugeln
Kugeln vor allen Dingen überall landen, also auf anderen Maps, ne, wo du eben mehr solche Bereiche hast, ist das wirklich eine richtig, richtig heftige Nummer. Also Ricos Hypercharge auf keinen Fall zu unterschätzen. Auf den Maps, wo du Rico sowieso schon spielen kannst, wirst du damit halt irgendwie, ja, schaut euch das an, Digga, die bouncen gefühlt eine halbe Ewigkeit und du wirst auf den Maps, wo du ihn jetzt schon spielen kannst, einfach nochmal krasseren Erfolg mit ihm haben und im Prinzip jedes Mal, wenn du dieses Teil aktivierst, wird das so gefühlt, ja, wenn du es halt nicht so machst wie ich, ne, dann wird das gefühlt einfach ein absoluter Freekill sein, ne, also es ist ganz klar so, der Rico Hypercharge ist völlig broken und da muss man echt sagen, das fühlt sich fast so an wie bei den Mutationen. Auf dem Podium und damit Platz 3 haben wir den Ems Hypercharge, berauschender Hype. Ems stößt Gegner bei Aktivierung ihres Superskills an dessen äußeren Rand zurück und lässt einen Angriff mit ihrem Haarspray folgen. Auch hier die Boost-Stats wieder gleich, ja. Und dieser Hypercharge klingt sehr interessant, denn die Emsel ist an sich schon sehr stark und jetzt schauen wir mal, wie gut sie wirklich sein wird mit dem neuen Hypercharge. Wir gehen rein und Ems ist derzeit ja nicht unbedingt so ein krasser Meta-Brawler. Das hat sich aber in der Vergangenheit eben, der Skin ist auch sehr cool, schon bei einigen anderen Brawler mal geändert. Dass wenn der Hypercharge kommt, jetzt aktivieren wir die Ulti hier. Ja, ihr seht, in alle Richtungen gehen eben diese Giftwolken und noch dazu werden die Gegner zurückgestoßen. Jonas möchte natürlich jetzt nicht direkt fighten. Ich würde sagen, ich übernehme lieber mal den Sprout. Na, okay, den killst du jetzt hier. Dann gehen wir direkt. Okay, warte, jetzt habe ich Hyper. Jetzt gehen wir mal auf den Spot auf und jetzt schaut sich an. Wir gehen einfach rein, zack, und wir knocken ihn eben genau in diese Giftwolke rein. Und der Effekt ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Das muss man ganz klar sagen. Man darf diesen Effekt nicht unterschätzen, denn das bedeutet eben, dass du im Prinzip einen garantierten Kill hast. Du bist schneller, der Gegner ist geslowed, der Gegner wird genockbackt. Und der Gegner bekommt direkt eine Giftwolke ins Gesicht und dabei Schaden. Und du hast ihn in der perfekten Reichweite für deine normalen Attacken. Und das ist halt ein Effekt, der absolut krass ist und womit du eigentlich mindestens einen Kill garantiert haben musst, ja. Mache das Ganze jetzt wieder so, zack, ihr seht, der Gegner ist geslowed. Wir haben diesen Speed und können halt immer wieder uns entsprechend anpassen. Natürlich muss man sagen, ne, die Ulti... Oder besser gesagt, der Hypercharge, der läuft natürlich auch irgendwann ab, ne? Das war jetzt zum Beispiel kein Kill, weil wir jetzt auch gar nicht irgendwie den Gegner angegriffen haben. Aber jetzt geht es hier rund. Na, komm doch direkt mal in die Mitte, Großer. Ja, jetzt können wir mal gucken gegen Jonas. Ja, er macht den Hypercharge direkt. Wir machen ihn mal so, zack. Und jetzt seht ihr halt, ne? Oh. Der Effekt... dass ich dich einfach zurückstoße und dass ich dadurch praktisch dann wirklich nochmal eine Art Zusatz-Gadget habe, der ist halt wirklich absolut insane und deswegen Ems auf jeden Fall ganz oben dabei von der Krassheit der Hypercharges. Doch nun kommen wir zu Hypercharge Nummer 2 und das ist der von Angelo. Angelo generell ein unfassbar starker Brawler und ähnlich wie Piper profitiert er auch sehr davon, dass er als Range-Brawler nochmal 25% mehr Schaden in dieser Zeit macht. Dazu folgt Angelos Superskill Wolke, aber einfach während dem Hypercharge ihm. Das bedeutet, sie macht da Damage und du hast immer den Giftschaden dazu, egal wohin du läufst und das ziehen wir uns jetzt mal rein. Der neue Angelo Skin ist natürlich auch am Start. Ich finde ihn auf jeden Fall relativ interessant, auch mit den Bären, die jetzt hier angezeigt werden, ne, mit diesem Indikator, wie doll sein Schuss aufgeladen ist. Und der Schuss an sich ist auf jeden Fall auch cool, ne? Also er schießt wirklich einfach so eine Himbeere oder sowas. Ich habe auch keine Ahnung, woran der Skin angelehnt ist. Wahrscheinlich irgend so ein Götterskin. Dionysus. Wie? Wie heißt der? Dionysus. Der ist so, ich weiß nicht, Gott des Feierns, glaube ich, oder? Aber da sehen wir es halt. Schaut euch das an. Unser Schuss war nicht mal voll aufgeladen. Und wir haben 5000 Damage gedrückt. Und das ist halt krass. Bei einem Brawler wie Angelo, der ohnehin schon extrem stark in der Meta ist, dem noch einen Hypercharge zu geben und ihn dann nicht zu nerven, das ist halt auch wirklich schon, muss man sagen, sehr, sehr mutig von Supercell. Wir schauen jetzt hier mal und wir sehen halt allein das, ne, wie viel Damage das gerade war. Ist absolut insane. Also, oh ja, okay, da gehen wir direkt mal zurück. Also, das muss man wirklich schon sagen. Ich, Junge, nerv nicht jetzt. Stopp! Wenn du jetzt Durchschuss hast, ne? Ich raste aus, okay? Ja, nice Ulti auch von dir. Die sogenannte Geringverdiener-Ulti ohne Hypercharge, man kennt sie. Kenn ich nicht. Digga, was ist denn mit dir? Nervt dich? Bist du mein Fan? Willst du Autogramm oder was? Du tust aber auch nichts, ne? Das ist wild. Ja. Dein Aim? Oh nein, ich hab nichts gesagt. Bro. Hab ich dich getroffen? Nein, da ist ein Kid auf mich gesprungen. Achso. Ja, das ist doch mal chillig. Ja, Jonas, das ist wieder Zeit. Ja, hier. Komm! Ja, komm, komm. Ja! Karma! Du hast mich einfach gejagt. Top. Und Kid kommt rein. Aber da kann man natürlich auf jeden Fall sehen, also der Hypercharge von Angelo ist sehr stark, besonders weil er eben, wie gesagt, dann nochmal 25% Damage mehr macht und damit halt einfach dann insgesamt, ja, wie viel ist das dann mehr? Ein Viertel? Das sind dann irgendwie, ja, was ist ein Viertel? Oh, nee, Digga, jetzt bin ich auch okay. Und ist aber okay. Kid wird leider nicht genervt, aber das sind halt über 5500 Damage, die er dann insgesamt mit diesem Einhit macht und das ist schon sehr, sehr heftig, deswegen auf Platz 2. Doch nun kommen wir zum krassesten Hypercharge im gesamten Update und da
das ist der von Frank. Der seismische Schlag trifft alle Gegner in seiner Nähe in einem Radius. Und ihr seht seine Stats. 5% mehr Damage, 26% mehr Tempo und 25% Schild. Das wird eine sehr, sehr kranke Angelegenheit. Vor allem mit dem Frank Rework, dass er deutlich schneller angreift, wenn er weniger Leben hat. Wir haben den neuen prähistorischen Frank. Der Steinzeitmensch Frank wurde ja gereworked, oder der Höhlenmensch Frank. Und dementsprechend hat er jetzt hier noch eine Farbvariante dazu bekommen. Und jetzt wird es gleich krass, Freunde. Schaut euch das jetzt einfach an. Wir gehen jetzt hier hin, okay? Überall um uns rum sind Mauern und wir machen einfach die Ulti. Und ihr seht, sie geht in alle Richtungen, ja, in einem Radius. Krank, und das ist halt völlig insane. Du bist einfach ein Frank, der noch schneller ist. Und diese Ulti hat, es ist absoluter Wahnsinn. Also das muss man wirklich sagen. Zusätzlich können wir gerade mal schauen. Ich glaube, du kannst mir gerade mal low hauen. Wir attackieren so eigentlich noch ganz normal, ne? Aber jetzt werdet ihr gleich sehen. Jetzt geht der Attack Speed. Schaut euch diesen Attack Speed. Ich drücke einfach nur drauf. Und das ist halt absolut insane. Also du kannst als Frank mit so 2000 HP einfach einen Gegner wie ein Assassine downbursten. Und das ist völlig krank, Freunde. Wir gehen jetzt hier rein mit dem Hypercharge. Zack. Und jetzt seht ihr auch hier, greifen wir tatsächlich jetzt schon etwas schneller an, weil wir eben noch nicht das Full Life haben oder nicht mehr das Full Life haben. Zack, jetzt sehen wir es hier auch wieder. Also der Unterschied ist auf jeden Fall einer wie Tag und Nacht. Das kann man gar nicht anders sagen, Freunde. Und ich glaube, es wird sehr schnell klar, dass Frank definitiv mittlerweile ein ernstzunehmender Brawler ist durch diese Änderung und gerade eben sein Hypercharge. Der ist natürlich absolut heftig. Du kannst einfach auf irgendeiner Map hinstellen und du kannst mit einem Frank Hypercharge einfach alles aufmachen. Das ist halt wirklich insane. Schaut euch an. Jonas hit einfach überall. Warte. Oh, nein, 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 nein. Oh mein Gott, aber ich habe noch mal 2 Hits rausbekommen in der Zeit, wo du nur einen gemacht hast. Und da seht ihr Franks Hypercharge auf jeden Fall meiner Meinung nach die krasseste Überraschung im gesamten Update. Ich bin sehr gespannt, welche Brawler wirklich hier stark werden. Schreib gerne in die Kommentare, wenn du weiteren Content zum Update nicht verpassen willst. Bald zocken wir auch die neuen Brawlers. Wird auch sehr interessant. Deine Meinung zu den neuen Hypercharges gerne in die Kommentare. Ansonsten gerne auch bei Jonas vorbeischauen. Hau rein. Danke fürs Dabeisein. Ciao.